herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland Teil 2. Im letzten Video sind wir einen Notruf nachgegangen. Leider war es eine Falle. Dieser Mann hat uns gerufen, wurde aber anscheinend gezwungen dazu von jede Menge Cyborgs, also diesen Syntheten. Und ja, war ein kleiner Hinterhalt. War nicht ohne der Kampf. So, wir haben noch mehr Katzenstreuer, was wir eigentlich nicht brauchen. Wow! Dicke Minigun. Ja, ich habe keinen, der schwere Waffen kann. Aber sowas will man auf jeden Fall nicht abkriegen. Das ist ein Kraftgürtel. Nehmen wir mit die Minigun. So, was haben wir hier? Was vergraben. Necronomicon. Aber aus. Klar, du Verata Necto. So, ich glaube, das war's ansonsten hier. Und ich hoffe mal, dass wenn wir jetzt zurückgehen. So, hätten wir in das Gebäude reingefahren? Nö. Ich hoffe, dass wenn wir jetzt zurückgehen, vom Lieutenant eine Nachricht bekommen, dass er unsere Strahlanzüge fertig hat. Echo 1, this is Santa Fe Base. Come in. Hier ist Team Echo. Bitte fortfahren. Over. Roger, Echo 1. Good news. Your upgraded rad suits are ready. These will allow you to get through the radiation wall around Hollywood and Griffith Park. They're not strong enough to get us to Seal Beach. But once we re-establish contact with Ranger Citadel, I'm sure Mercator will come up with something. Also Richtung Hollywood werden wir gar nicht gehen. Wir wollen Griffith Park erreichen. Come back and pick up your new duds anytime you're ready. They'll be waiting for you. Santa Fe base out. Okidoki. Und wir reisen definitiv zurück. Kann der Doc uns hier direkt mal verarzten? Einmal alle geheilt. Merci. Und den Rest verkaufen. Einmal Schrott. Damit. Ja, brauchst du das ganze Zeug hier? Eigentlich brauchst du das nicht. Kann das eigentlich auch weg. Die behalte ich mal für den Notfall. Das ist in Ordnung. Moment, wie viel Muni haben wir eigentlich noch? 27, okay. Die kann verkauft werden. Schalldämpfer, Mündungsfeuerdämpfer. Kram, den wir nicht brauchen, ne? Zusatzmunition für den Doc. Oh! 4 Schuss nochmal. Das ist schlecht. Da müsste ich gleich mal schauen, was ich da noch an Vorrat habe. Hatte ich den nochmal hier? Kraftgürtel. Nein, das ist denn dieses Werkzeug. Okay. Verkauf das mal. Und wir holen uns erstmal die Strahlanzüge und schauen in der Kiste nach, ob da noch irgendwie Money ist. Von den 556er da. Da, alle auf dem Weg. Starre, einzigartig, dein ganzer Körper ist wund und steif. Aha.
So, und wir haben noch jede Menge Muni davon. Sehr gut. Red kannst du alle nehmen. Ah! Und wir haben Chirurg Level 1 Gegenstände hier drin. Da habe ich natürlich nicht nachgeschaut. Also die werden wir auf jeden Fall jetzt mal nehmen und Vulture Cry geben. Oh, der ist so viele, brauchst du nicht. Wer ist denn mit 5? Ist halt nur für den Notfall. Sanitäter 6. Chirurg 4 haben wir auch noch einige. Chirurg 7 sogar. Was ist das? Erste Hilfekasten. Zeolit, ja, keine Ahnung, wann wir das brauchen. Auf jeden Fall haben wir zwei davon. Okay, soweit, so gut. Bitteschön, Ranger. Die neuen Strahlenanzüge sind fertig und warten auf euch. Ihr solltet ohne Probleme durch die nördliche Wand aus Strahlung gelangen. Für die südliche Wand werdet ihr aber etwas von dem medizinischen reinen Zeolit, okay, das beantwortet die Frage, benötigen, von dem ich euch bereits erzählt habe. Haltet danach Ausschau, wenn ihr in Griffith seid. Sie werden es dort vielleicht in einem sicheren Bereich aufbewahren. Nehmt alles mit, was ihr unterwegs bekommen könnt. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wie viel wir benötigen werden, bis ich nicht mit mehr Captain darüber gesprochen habe. Okay, viel Glück da draußen. Kravum! Ah, und wieso steht der Lexikanium da vorne so alleine? Menschen, ergebt euch unverzüglich, leistet ihr Widerstand. Ranger, lasst sie nicht an die Ausrüstung. Okay, haben wir die Initiative, ich hoffe. Boah, da ist eine dicke Minigun! Ah, Minigun! Schande, wo kommt ihr denn her? Okay. Lexikanum steht direkt davor. Macht 15 bis 20. Der macht viel mehr, der Arbeitsbot. Hat der eine Fernkampfwaffe da draußen? Ich glaube, die gehen in den Nahkampf, aber die reichen mich auch direkt, ne? 8 Rüstungsschüsse ist natürlich auch ordentlich. Komm, fick mal da rein. Aua, 64. Ja, und bewegungsunfähig. Ach, ihr Mistkerl, ich hasse euch. Ja, bleibt da schön in der Ecke. Oh, noch mehr davon. Ach du Scheiße. Arbeiterbot. Also hier werden wir Handgranaten mal einsetzen müssen wohl. Industrieller Work, was? Ach du Schande. Das ist nicht gut. Und warum hilfst du eigentlich nicht, Lieutenant Wade Woodson? Hält sich die Arme über den Kopf. Okay, was haben wir denn hier an Handgranaten? Was? Weil wir im anderen Raum sind, können wir die nicht werfen, ist nicht wahr, echt? Ah, ist das ärgerlich. Wieso kannst du die denn nicht hier hinwerfen? Wirf die doch einfach darüber. Okay, das ist jetzt sau doof. Schande. Ah. Tja, das ist natürlich ein Problem. Ey, was? Hier 100%, dann triff ihn. Ah. Kriegt zu viel. Ja. Gar nicht gut, gar nicht gut. So, Doc. Du kannst vergessen, ihn zu heilen, glaube ich. Hast du vielleicht die Möglichkeit, besser zu werfen? Wäre ja ganz nett. Aber ich wage es auch schon fast zu bezweifeln. Nö. Die wollen nicht, dass wir dahin werfen. Ah, hätte ich das natürlich vorher gewusst. Wieso kann ich den nicht mehr bewegen? Guck mal, ich mach...
heller und dunkler hier irgendwie momentan. Ich kann aber nicht mehr den Raum drehen. Irgendein Bug wieder. Na gut, dann fegen wir mal auf dich. Yeah, es geht wieder. So, einer weniger, wenigstens etwas. Einfach draufröhren und auf gut Glück hoffen. Ja, was ist mit dir, Industrieller Worker-Bot? Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir da irgendwelche Informationen nachher noch. Ja, das lohnt sich kaum da drauf. Schieß mal auf ihn und triff hoffentlich den Vorderen mit. Sehr wahrscheinlich gleich aufsteigen. Das ist noch nicht so schlimm. Solange er nicht komplett stirbt und hier auf die Leiche weiter drauf hämmern, ist alles in Ordnung. Ja, wir könnten ihn töten, aber warum? Schießen wir lieber mal auf den. So, jetzt ist das Spiel eingefroren. Warum? Okay, es geht weiter. Nachladen. Und tschüss. Ich kann, wenn ich jetzt mit ihm reinrennen. Nö. Klappt nicht. Macht nichts. Das ist schon irgendwie überlebt. Wenn sich das blockiert, dann gehen wir auf Hinterhalt, sobald einer näher kommt. Seltsame Ladebuckler gerade. Haben wir. Hinterhalt reicht nicht aus. Nachladen. Triffst du nicht. Hinterhalt. Ja, den triffst du. Der Runde momentan so stoppt. Wieso kommt er nicht? Ah, na also. Und jetzt ist Tschüsskowski, ne? Da ballern. Hä? Warum ballern die nicht alle drauf? Ich hab die doch auf Hinterhalt. Das ist seltsam. Der will gar nicht kommen. Also irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas schief gegangen gerade eben. Warum auch immer. Ja, die kommen alle nicht raus, weil die vordere Reihe das zuhält. Okay. So. Aha, kommt denn da? Und Doc kann mal heilen.
Entfernung ist schon mal super für einen Snipper. Für dich reicht sie noch nicht aus. Sehr gut. Könnte es gewesen sein. Jo. Victory! So, was hat er gesagt? Mein Fehler. Ich habe den Funk im Einzelfrequenzmodus betrieben, um Energie zu sparen. Aber ich denke, das macht es einfach, unsere Position triangulär anzupeilen. Von nun an werde ich sie im Frequenzsprungverfahren betreiben. Das bringt aber nichts mehr, die wissen schon, wo wir jetzt stationiert sind. Naja, egal. So, jetzt ist die Frage, mache ich das schon hoch? Das bringt nichts, ich warte lieber erstmal ab. Obwohl, nee, das ist egal, der nimmt keinen Schaden. Die beiden nehmen Schaden. Dann warten wir ab, bis die Verblutung zu Ende ist. Was hattet ihr bei euch? Mhm. Die nimmt auf jeden Fall der Trojan. Den Rest können wir austeilen. Panzerung eines Arbeitsbots. Brauche ich die später nochmal? Ich hoffe nicht. So, und wir werden uns jetzt mal ein bisschen in Hollywood umschauen. Bin ich hier? Da. Wir verkaufen gerade nochmal die Panzerung. Schwere Strahlenschutzanzüge. Ah, okay, die muss ich jetzt wieder bei jedem neu anlegen. Kann das sein? Wo sind sie hin? Das ist verschwunden, okay. Das war auch nicht viel wert. Level up! So, was war das mit dem Strahlenschutzanzug? Ist nicht mehr da. Plus 4 Strahlenschutz. Das sind nicht die neuen. Wo zur Hölle? Ah, da. 5. Die 4er brauche ich jetzt nicht mehr, ne? Ja, nimm sie trotzdem mal mit. Wiegt ja nicht so viel. Und wir haben ja schon erfahren, wir brauchen für die... Es geht von der Energie, da brauchen wir auch nicht mehr den Dock aufzusuchen. Wir brauchen für die südliche Strahlenwand, brauchen wir noch bessere. Dieses Zeolith. Aber er weiß noch nicht, wie viel er davon braucht. Bevor wir nicht mit mehr Captain quatschen, der Wissenschaftlerin von der Zitadelle. Aber wir kommen ja schon mal durch den Norden und können uns da jetzt mal ein bisschen umschauen. Erstmal auf dich wechseln. Betrachte Karte. Auf nach Hollywood oder gehen wir einfach querfeldein? Wir gehen einfach mal so ein bisschen wandern. Einfach mal ein bisschen wandern. Aber ich glaube, das machen wir auch im nächsten Video. Bis demnächst, euer Trojan.